Wirklich schön warm heute, ne? Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Halte fest, halte, so hält. Und heute will ich mich mal mit den sogenannten Zeitdienstunterschluss beschäftigen. Für die Zeit, die noch kein Begriff ist, da steht es nochmal ganz groß, daran erkennt man immer Zeitdienstunterschluss, den Zeichen. Punkt, keine Ahnung. Zeit, die sind die Zündschlösser, die von Simson nach der Wende eingesetzt wurden. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das alle Modelle betrifft oder nur die etwas besseren Modelle. Auf jeden Fall wurden sie verwendet bei den SR50 Modellen, sowie auch bei den S53 und S83 Modellen. Natürlich auch der SR80 war auch mit dabei, ne? Sieht man nicht so häufig. Ja, der Vorteil von so einem Zeitschließsystem, das waren ja damals komplette Schließsysteme, ist natürlich, man kam mit einem Schlüssel das Zündschloss, sowie auch das Lenkerschloss und das Seitendeckelschloss komplett bedienen. Ein einziger Schlüssel reicht dafür. Aktuell bin ich noch auf der Suche nach einem Tankdeckel, der einen passenden Schließzylinder hat, wie er vielleicht im Seitendeckel drin ist, ich weiß es noch nicht, oder eben auch im Zündschloss, um wirklich alles, was am Moped dann dran ist und Schlösser hat, bis auf natürlich ein Zusatzschloss, mit einem einzigen Schlüssel zu bedienen. Ich persönlich finde es nice. Und finde es deutlich besser, als wenn ihr den ganzen Schlüsselbund noch mit dran ist und die ganze Zeit hier drin rumschabt und auch den Lack noch mit abmacht. Ne? Ja, ich weiß auch, dafür gibt es Möglichkeiten, das so ein bisschen einzugrenzen oder einzudämmen. Ja, ja, ist mir schon bekannt. Natürlich, was auch ein etwas wichtiger Aspekt ist bei diesem Schließsystem. Man sieht es ja alleine schon an den Schlüssel. So, ne? Man sieht es ja schon an den Schlüssel. Er ist doch schon etwas sicherer aufgebaut, würde ich jetzt mal so behaupten, als der sogenannte Schraubenzieherschlüssel. Das heißt, ihr könnt dann nicht mehr von euren Nachbarn ganz einfach das Moped klauen, wenn er mal wieder das Lenkerschloss offen gelassen hat und der noch so ein Schloss drin hat mit so einem Schlüssel. Muss man einfach dazu sagen. Natürlich sollte klar sein, dass wenn man ein Moped knacken möchte und man Schraubenzieher fest genug umdreht, also hier reinrandet und umdreht, selbst das wird irgendwann nachgeben. Es ist ja alles nur noch so ein, ich sag jetzt mal, Kunststoffgemisch, so ein Komposit, irgendwas Zeugs. Keine Ahnung. Also selbst das gibt irgendwann nach, aber es ist erstmal ein bisschen sicherer als wirklich der gute alte Schraubenzieherschlüssel. Würde ich jetzt mal so behaupten und den Raum stehen lassen. Wo natürlich auch immer Sonne ist, da gibt es auch Schatten, wie man so schön sagt. Einer davon ist natürlich, dass es mechanisch wie auch elektrisch angepasst werden muss. Ich habe hier so ein modulares System. Alles mit Steckern hatte ich damals gemacht, mit so sogenannten Japan-Steckern, keine Ahnung. Und natürlich, man sieht es auch hier schon, ich musste den Schlosshalter etwas hinbiegen, damit er passt. Adaptieren auch von der Höhe her mit Muttern, damit das bei mir alles nachher bündig ist. Und natürlich neue Löcher bohren, damit das alles nachher übereinstimmt. Man sieht ja, ich habe auch ein paar mehr Anläufe gebraucht, damit das alles passt. Aber ich wollte es ja auch so haben, dass wenn es eingebaut ist, der Schlitz, sag ich mal, mit den Punkten oder mit den Schalterstellungen auf dem Seitendeckel übereinstimmt bzw. fluchtet. Das hat ja auch gut funktioniert. Aber zum Schluss hat das Schloss wohl ein bisschen Spiel gehabt, sodass dann die Stellung 2 immer zwischen 2 und 3 war, sage ich jetzt mal. Ein weiterer Nachteil von so einem Schloss ist natürlich der Preis. Denn wie alle etwas seltenen oder alten Sachen, sage ich mal, es wird nicht mehr hergestellt. Und natürlich steigen auch hier dann die Preise, ne? Ein Zündschloss mit Lenkerschloss plus Seitendeckelschloss und zwei originalen Schlüssel, das geht da manchmal doch schon für deutlich über 50 Euro über den Ladentisch. Ja, muss ich das selber wissen. Ne? Ich persönlich bevorzuge dann eher hier so eine Zündschlösser. Einmal von SR50 damals, SR50-1 oder eben eins von der S53, so wie das hier. Beide sind ohne Schlüssel gekommen, aber wie auch dieses lässt sich das wunderbar. Wenn so ein einfaches Schloss ist, wie es jeder schon mal in den Händen gehabt hat, würde ich mir vermuten, ohne Probleme anpassen. Das heißt ohne Probleme, es ist etwas aufwendig, aber es geht. Es ist durchaus machbar, weil wie man sieht, ich habe hier auch nur einen BAB-Schlüssel. Ich hoffe, man sieht's. Ja, ich denke, es ist ja einfach nur ein BAB-Schlüssel, der nicht angepasst wurde, sondern falsch rum, das Zündschloss wurde angepasst auf diesen Zündschlüssel. Dazu würde ich später auch nochmal ein Video machen, wo ich das mal vorführe. Es ist aufwendig, aber es geht. Und was tut man nicht alles, um ein bisschen individuell zu sein, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Ein weiterer Nachteil, der in meinen Augen jetzt nicht so gravierend ist, das gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansichten, denke ich mal. Und zwar, mit diesem Zündschloss habt ihr dann kein Parklicht mehr, welches über das Schloss geschaltet wird. Denn wir haben hier wirklich nur drei Schalterstufen. Einmal aus, dann natürlich Zündung an und Licht noch mit an. Ne? Das sind die normalen Schalterstufen, wie auch eben beim SR50 Zündschloss.
So wie dieses hier. Das ist ja auch eigentlich genauso aufgebaut wie das. Ne? Achso, hier 1, 2, ne? 0, 1, 2. Ja. So geht's auch. Das ist ja dasselbe eigentlich. Also die Roller, die hatten ja auch schon kein Standlicht. Meine S51-1C1. Das habe ich auch später rausgelesen aus dem Schaltplan. Die hat auch schon kein Standlicht mehr. Warum, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich mit allen 12-Volt-Modellen ist das Standlicht gestorben. Vielleicht war dann ja zu DDR-Zeiten die Straßenbeleuchtung schon gut genug, dass es nicht mehr gebraucht wurde oder sowas. Ich weiß nicht, oder musste Material einsparen. Naja, wie dem auch sei, ich persönlich würde mein Moped sowieso nicht an einer schlecht oder gar unbeleuchteten Straße in der Nacht hinstellen und dann noch mit so ein bisschen Funzellicht beleuchtet, um womöglich noch darauf aufmerksam zu machen, dass die entsprechenden Leute kommen und das Moped ernten könnten oder sowas. Ich persönlich würde es nicht machen, aber gut. Oder was heißt, ich würde es nicht machen, also das würde, ich würde es nicht hinstellen. Deswegen stört mich persönlich das nicht, dass es fehlt. Ja, ansonsten, falls man unbedingt wirklich so einen Zündschluss haben möchte und aufs Parklicht nicht verzichten möchte, Parklicht war das Wort, nicht Standlicht oder was ich jetzt gesagt habe, Entschuldigung. Dann kann man natürlich mit einer kleinen Schaltung und einem extra Schalter immer noch das Parklicht bedienen, wenn man es denn möchte. Also die Möglichkeiten gibt es, es ist nur ein bisschen aufwendiger und nicht mehr Plug and Play. Plug and Play ist das ja sowieso nicht, wenn man das an der S51 oder S50, je nachdem, festmachen möchte, ne? Oder befestigen, mit anklemmen möchte oder integrieren möchte. Ja, das war es dann erstmal auch so von meiner Seite. Ich werde dann später nochmal ein Video machen, wie so ein Zündschloss angepasst wird auf ein Schlosssystem oder Schlossset. So was hier, ne? Weil hier passt jetzt wirklich keiner von den beiden Schlüsseln. Klack, klack, geht nicht. Geht auch nicht. Und hoffe, dass ich jemandem damit helfen konnte oder dass ihr es interessant fandet. Falls ihr, wie gesagt, nochmal Informationen habt bezüglich der Standlicht, ich weiß es, wie gesagt, nicht, ob das jetzt Vorschrift ist, das mit dem Standlicht, das kann ich nicht sagen, mit dem Parklicht, entschuldige, ich meine das Parklicht, ob das eine Vorschrift ist, ob das irgendwie in der ABE festgeschrieben ist, es geht ja dann nur um die 6-Volt-Modelle von Simson, nur in Anführungsstrichen, ne? Sind ja so ein paar, ob das irgendwie eine Vorschrift ist oder einfach nur eine Zusatzfunktion, die nicht ABE oder sowas oder Betriebserlaubnisrelevant sind. Sprich, man kann sie auch ohne Probleme raushauen, weil es einfach nur eine Komfortvariante ist, keine Ahnung, oder Komfortzusatzfunktion. Dann schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn ihr da was genaueres wisst. Ansonsten schreibe ich auch noch was dazu, falls ich was erfahre. Ich habe das auch schon ein bisschen erfragt. Und ganz wichtig, falls ihr irgendwie einen Tankdeckel habt oder eine Bezugsquelle für einen passenden Tankdeckel, der so ein ähnliches Schließsystem verwendet, dass man es anpassen könnte, bitte schreibt es rein. Ich suche sowas wirklich. Aber es muss auch einigermaßen passig sein für einen Simson-Tank. Ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Video und damit ciao.